Du, Leo, was denn? Es ist voll was Trauriges passiert. Nämlich, Piffelina ist gestorben. Meinst du, das mit Meerschweinchen von der Maria? Ja, was denn? Von Schweden. Aber schau, in Schweden, da gibt's ja sicher auch einen Himmel, oder? Also ich glaube heute mal schon. Hoffentlich heute. Ist mit Maria jetzt sicher traurig? Obwohl, traurig, gar zu traurig muss ja gar nicht sein, weil sie ist ja dann wieder sieht im Himmel. Weil, was denn, Maria, die hat ja auch Jesus lieb. Und deswegen kommt es dann halt auch zu ihm. Und mir, Meerschweinchen, natürlich sowieso. Das ist eher mal klar. Weil gut, auf unserem Krokodilhügel, da liegen auch schon einige jetzt von uns drinnen. Ja, und wir kommen heute auch einmal hin. Ich will nehmen Leolin. Das bestimmt eh nicht du, wo wer liegt. Das bestimmt alles sie, nämlich. Jetzt könnt ihr bitte einmal zum Streiten aufhören. Und weißt, was das super nicht am Himmel ist, da braucht uns dann keiner mehr ein Gras holen, weil dann können wir uns alles selber nehmen. Also, ich freue mich auf das. Ja, ich mir auch. Das Einzige ist, wir müssen halt da über die Brücken, über die Regenbogenbrücken, müssen wir drüber. Wir mit Meerschweinchen. Wieso? Das ist eh kein Problem. Du, Leo, und wir müssen die Menschen da auch über die Brücke. Nein, für die Menschen ist nämlich Jesus die Brücke. Verstehst? Ach so? Weißt du, ich glaube, viele Menschen wissen das gar nicht. Naja, darum sagen wir es eher ja jetzt. Dann wissen sie das. Gut, weil viele wissen gar nicht, dass wir verloren sind. Ja, das ist ja das Blöde. Weil das merkt man nämlich nicht gleich. Dabei steht alles in der Bibel da drinnen. Aber die Leute lesen es halt nicht. Aber schau, das weißt du ja nicht. Vielleicht lesen sie es doch, aber halt, sagen wir, heimlich. Ja, kann ich sein. Hoffen wir es halt. Und hoffen wir es halt, dass Maria jetzt nicht mehr so gar so traurig ist. Jedenfalls, Maria, von uns alle ganz liebe Grüße. Gell? Für dich. Noch Schweden. Und Leo, weißt du, was ich auch super finde? Dass wir so viel Baum haben. Die Schatten machen. Ja, sie sagt immer, Baumschatten ist halt am besten.